Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. In der letzten Folge haben wir aufgehört. Wir haben auf unserer zweiten Farm einen Squumble gefangen, ein kleines Tiergehege gebaut, unsere Kräuter geerntet. Wir haben hier noch ein Gartenbeet uns besorgt und wir haben viel mit Holz und Kleber und so weiter und so fort gemacht. Ihr wisst es ja selber. Und in dieser Folge wollen wir jetzt erstmal die Kartoffelsamen hier einpflanzen. Das haben wir in der letzten Folge natürlich aufgrund der viel zu langen Länge schon wieder nicht geschafft. Aber jetzt schaffen wir es auf jeden Fall. Wir hatten sogar genau 9 Kartoffelsamen. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ist natürlich mega geil. Das heißt, das hier hat perfekt gepasst. Wir haben jetzt hier das Gartenbeet. Wir wissen immer noch nicht, was es mit diesem Babygroffel auf sich hat, wo der herkommt. Unser Fuchs ist weiterhin glücklich. Buschel ist weiterhin verschollen. Und wir haben hier 9-mal die Groffel. Alter, das sind schon... Oh, yes. Wir haben Kräuter, wir haben Groffelmilch. Wir sind die Oberwitch-Bitches. Wir sind die Oberwitch-Bitches. Da Buschel hier ist, müssen wir jetzt ja eigentlich keine Scheiße entfernen. Das hier müssen wir irgendwann nochmal umbauen. Nicht jetzt, aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal umbauen. Das Futter muss dann doch irgendwo dahin, nehme ich mal an. Das werden wir herausfinden. Jetzt für diesen Moment soll das hier erstmal... Es wächst und gedeiht zumindest auf unserer Farm. Und ansonsten, gut, das Ausrufezeichen, da haben wir vorhin jetzt nicht mal die Lösung für gefunden, leider Gottes. Und wir wollen jetzt nach hier unten. Und bevor ich es vergesse, wissen wir, dass hier noch eine Kiste war. Und wir wollen uns, denke ich, erstmal die holen. Ich denke, wir wollen uns erstmal die holen, also gehen wir ein Stück nach links. Finden direkt wieder einen zu bepflanzenden Baumgrund. Baumgrund? Ja. Und trotzdem wollen wir es irgendwie schaffen, zu der Seestadt zu kommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass man hier alle... Oh, Alter! Das war ein rotes Shampoo. Das ist das Shampoo, was wir am Anfang des Spiels in einer anderen Truhe auch bereits bekommen haben, was ich leider Gottes... weil ich nicht wusste, was wir tun, benutzt habe. Deswegen sind unsere schönen weißblonden Haare weg. Ich glaube, es war weißblond. Irgendwie sowas in der Art. So. So, das hier sind jetzt quasi neue Gefilde. Hier waren wir noch nicht so wirklich. Und trotz alledem wollen wir... Wir müssen zu dieser Landzunge. Zumindest das weiß ich noch. Und da das hier so bergig ist, kann ich hier natürlich viel übersehen. Ich kann hier jetzt natürlich leider Gottes viel übersehen, falls man hier irgendwo was pflanzen muss oder so. Aber wir werden ja öfter hier langkommen, das ist ja nicht das Problem. Und ich hoffe, dass das jetzt wirklich zu der Kiste da führt. Ja, aber ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ein bisschen vorsichtig sein vielleicht, dass wir nicht unbedingt ins Wasser hucken. Aber das sollten wir hinkriegen. Und dort haben wir nochmal 3 so eine komische Münzen. Na gut, dann haben wir unser... Schiff, mit dem wir angekommen sind, denke ich, soweit abgegrast. Und da oben, da wollen wir eigentlich hin, damit wir die Südspitze der Insel, das Südkap, soweit erstmal abgeschlossen haben. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier oben. Unten können wir dann vielleicht auf dem Rückweg lang gehen. Und nicht vergessen, jegliche uns entgegenkommende Liane einzusnacken. Ach, und dann sind wir schon da. Das war einfach. Das war jetzt irgendwie einfach. Gucken wir hier nochmal kurz. Oh ja, hier sind diese komischen weißen Viecher, die wir mal in Folge 3, 4 oder 5 oder so gesehen haben. Oh, yes! Wie perfekt passt denn das? Yes! Jetzt, wo wir auch gerade Kräuter haben, jetzt brauchen wir quasi nur noch einen Fleck für die. Ein Ort, wo wir die quasi hinbringen können. Ja toll, hier oben am Kap, da hätte ich natürlich perfekt eigentlich mit einer Truhe gerechnet. Und das Spiel sieht immer noch so mega geil aus. Hier das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier großartig Vogelschwärme rumfliegen. Nice. Das ist ja geil. Das wird wahrscheinlich wieder mein Thumbnail. Mein Thumbnail? Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Nee, das eben sah schöner aus als das hier. Oh, seh, da bin ich da gerade schon wieder dran vorbei. Bin ich echt so bescheuert? Bin ich echt...
Ich stand doch eben daneben. Ich stand eben daneben. Na gut, egal. Ich würde sagen, bevor wir hier uns großartig weiter umglotzen, versuchen wir jetzt einfach, ne, was heißt versuchen, wir gehen jetzt einfach in die Stadt rein, weil das wollten wir sonst, ihr wisst ja, in diesem Spiel, du hast entdeckt Bobbentoff, haben wir schon mal was von gehört, ich weiß nicht, was die hier gesucht haben, das werden wir herausfinden, aber ihr wisst auf jeden Fall, wenn wir jetzt nicht in das Dorf gehen, wenn wir jetzt woanders hingehen, finden wir wieder 10.000 andere Sachen, die wir machen wollen und gehen wieder gar nicht hierher. Das ist unser Problem, Bobbentoff. Ja. Oh, hallo. Hallo, ein Geist. Oh, Crescent. Crescent? Was soll das? Ein Geist aus dem Schlaf reißen, wie unhöflich. Nachdem du mich aufgeweckt hast, hast du mich jetzt am Hals. Ich werde ganz sicher keinen Bogen um dich machen. Vom Aussehen her, Crescent, Crescentio, fand ich den jetzt gar nicht so schlecht. Fand ich, sah ein bisschen besonderer aus als die anderen. Persönlichkeit beschützend. Crescent hockt gerne hoch oben. In luftigen Höhen. Nehmen wir den mal. Nehmen wir den doch einfach mal an uns. Nice, ich weiß gar nicht, wie viel... Ach doch, das stand da eben. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, der 10. war es. Ich glaube, der 10. Ach du Scheiße. Das ist schon so ein bisschen eine Riesenstadt. Ja. Direkt der nächste oder was? Bold, es kommt mir ewig vor, dass ich zuletzt mit einem Menschen gesprochen habe. Das ist ja wunderbar. Legen wir los, es gibt noch viel zu sehen und zu tun. Ja, Geist entdeckt Bold. Okay, innerhalb von 10 Sekunden 2 Geister gefunden. Sowas hat man natürlich gern. Warum nicht? Warum nicht, würde ich sagen. Jetzt haben wir, glaube ich, 11. So, oh, erst Händler, erst Quest. Erst Ruhe. Nochmal 2 so eine Münzen. Da unten ist eine dicke Düsternis. Okay, die geht einmal anscheinend komplett um den Stein da rum. Erstmal Quest und dann ein Händler. Sprich mit Kotzi. Ach, die kennen wir doch. Mein Groffi. Meine Güte, du bist es. Endlich löst du meinen Schuldschein ein. Ach so, das war die, von der war die 3. Ah, mein Fuß. Von der war die 3 Groffels finden mussten in Folge 3 oder 4. 3, glaube ich. Ich hoffe, diese super süße Belohnung gefällt dir. Ich wollte dir zeigen, wie sehr ich deine Hilfe zu schätzen weiß. Aufgabe abgeschlossen. Kotzis erstaunliche Tiere. Du hast entdeckt Haartolle. Trophäe erhalten, himmlische Kreaturen. Das war's? Die Haartolle? Das war's? Ja, jetzt sehen wir ein bisschen männlich aus. Ne, tut mir leid, das war jetzt nicht mein Plan. Das mit den Zöpfen, das können wir ruhig so lassen. Oh mein Gott, ohne die Hornbrille kann ich uns jetzt gar nicht mehr angucken. Dann sehen unsere Augen so klein aus. Okay, ich glaube, wir lassen die Hornbrille erstmal auf. Ich glaube, wir lassen die Hornbrille erstmal auf. Jetzt haben wir Kotzis Schuldschein eingelöst. Ist der jetzt weg? Nö, ist er nicht. Tja. Das kann ich jetzt auch nicht helfen. Oh. Die könnte man beispielsweise als Farmarbeiter anheuern, weil die steht auf Groffels und die hat, glaube ich, keinen festen Sitz, weil jetzt ist sie hier, aber vorher war sie woanders. Versuch gar nicht erst Dekoration Waren in Mocherbucht zu handeln. Ich hörte, sie haben selbst mehr als genug. Ja, es geht mir ja darum, was wir hier nicht handeln sollen oder was wir doch machen sollen. So, im... Oh. Segelober... Ach, bei dem können wir mit den Münzen handeln. Bei dem müssen wir nicht tauschen. Das ist ein Münzhändler. Groffeltotem, was... Flammenshampoo... Galaxie-Shampoo. Sehe ich auch, wie viel ich davon habe? Das Problem ist, gibt es noch mehr Händler, wo ich das eintauschen kann? Oder verliere ich das quasi, wenn ich hier jetzt irgendwas mache? Oh, scheiße. Ich trau mich jetzt gar nicht. Zylinder haben wir. Das... Ach, du Scheiße. Okay. Wir wissen das, dass das hier ist. Aber
Ich traue mich jetzt im Moment nicht, das zu benutzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben 22, wir haben zwar viele, aber... Ach doch, wartet, wartet. Es gibt unendlich davon. Wir haben doch diese Quest-Leute, denen man irgendwie 5 Items bringen muss. Davon hatten wir schon 2 Stück. Bring mir 5 davon und von denen kriegt man doch so ein Ding. Das heißt, wir können uns das doch eigentlich da alles kaufen. Das heißt, ein schlechtes Gewissen müssen wir eigentlich nicht haben, aber wir warten doch erst nochmal ab. Ich würde sagen, wir warten doch erst nochmal ab. Mann, für so eine große Stadt sind hier ganz schön wenig Leute. Für so eine große Stadt sind hier ganz schön wenig Leute. Gebt mir Geschenke. Da unten sehe ich noch 2 Fragen. Okay, hier sind auf jeden Fall viele Frage und viele Ausrufezeichen. Da hinten ist auch noch was. Das ist schon wieder... Eigentlich waren wir doch gerade im Dorf. Jetzt sind wir schon wieder wo, ja, eine Quest, Alter. Hipsterius. Psst, du. Ja, du. Du mit diesen Klamotten. Lass uns reden. Ich kann dich zu einer schickeren Version von dir selbst machen. Das ist eine Fuhlscheuche. Alter Schwede, Hipsterius. Ich bin Hipsterius. Die modischste Vogelscheuche in ganz Gemäher. Glaub mir, ich bin mega cool, Baby. Ich muss diese furchtbaren Klamotten loswerden. Die ruinieren meinen Ruf. Also los. Schreckliche Jahreszeit. Winter. Im Winter ist es fast unmöglich, schick und warm zugleich zu sein. Leichte Schichten, Futter und süße Accessoires. Das braucht es im Winter. Aber Vorsicht. Niemand will aussehen wie ein ausgestopfter Fabbit. Bring mir Ohrenschützer und einen Pelzmantel und einen Winterrock. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die modische Vogelscheuche. Ich habe leider weder das eine noch das andere für dich. Da ist noch eine City. Keine City, noch ein Haus mit einer Quest höchstwahrscheinlich. Ja, trotzdem, wir lassen uns hier nicht ablenken. Wir bleiben dabei. Wir werden erstmal die Stadt machen. Wir wurden jetzt ja schon abgelenkt von der Vogelscheuche. Seht ihr, selbst eine Vogelscheuche lenkt mich ab, so bescheuert bin ich. So. Das haben wir auch schon eingesammelt. Wir haben schon alles eingesammelt. Wieso ist... Ist das denn... Können wir irgendwo... Hä? Wieso sind denn Ausrufezeichen... Diese Ausrufezeichen machen mich fix und knüdderig. Na gut, wer bist du? Silvie. Wo? Hast du gehört? In Flussmühle sind sie sehr interessiert an Nahrung, Waren. Oh, ich hab Groffelmilch. Wer bist du? Victor. Ah. Scheint, du kommst in Gemäher sehr gut zurecht. Arschloch. Alter, ich kann hier gar keine Quest annehmen. Vielleicht kann man immer nur eine Tafel, egal von wo, auf einmal annehmen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man in jeder Stadt eine Tafelquest annehmen kann vielleicht. Oder wir müssen hier erst irgendwas machen. Oh. Also, hätten wir das geschafft. 32. Und das Gebiet ist jetzt gar nicht so groß. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir schon fast alle Geister fertig haben, glaube ich. So, da unten... Auf jeden Fall ist hier unten die Düsternis. Aber ich glaube, darunter springen ist... Ja, nicht das, was wir vielleicht machen sollen. Ich glaube nicht, Timmy, dass das ist, was wir machen sollen. So, haben wir... So, das war mit dem haben wir gerade gequatscht. Dann bist du jetzt an der Reihe. Leo Löwenmähne. Haben wir mit der schon mal gesprochen? Leo Löwenmähne? Ich weiß es doch nicht. Hallo, du interessanter Reisender. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Ich bin Leo Löwenmähne, Anführer der glorreichen Schneidergilde. Wir sind Kapitäne der Kleidung, Maestros der Mode. Unsere Produkte lassen sich bestens handeln, weißt du? Möchtest du nun mit den Aufgaben beginnen, um der Schneidergilde beizutreten? Perfekt, wir haben was für eine Gilde? Also wir haben die eine Gilde auf jeden Fall fertig. Das passt jetzt natürlich perfekt, dass wir die zweite direkt angehen können. Ah,
Um unserer hochwohlgeborenen Gilde beitreten zu können, musst du die Grundlagen unseres edlen Handwerks kennen. Bring mir einmal kurz Waren und einmal Stoff, dann werde ich dir unser wunderbares Wirken demonstrieren. Du hast entdeckt Farbstoff Blau. Du hast entdeckt Farbstoff Weiß. Du... Ja. Okay, perfekt, da sind wir direkt der zweiten Gilde beigetreten. Schreiner, genau. Schreiner sind wir, Schreiner haben wir auch fertig, wir sind Meister. Und jetzt kommt direkt die... Ach, wir haben doch... Hä? Warte, hat die mir das gegeben? Ach, die hat mir das gegeben. Ach, du bist doch doof, ey. Wieso gibst du mir das denn? Ich dachte, ich habe das gelernt. Warte, was will die haben? Kurzwaren und Stoff. Ja, toll, das muss ich auch noch handeln. Ja, hier ist ja natürlich wieder gleich der Händler nebenan. Ich glaube, der ist da unten, aber... Okay, das ist doch schon eine große City. Das ist doch schon eine große... Ach du Scheiße, ich... Oh Mann, wenn ich das versuche, dann sterbe ich doch wieder. Ne, was heißt wieder sterben? Wir können ja nicht sterben, aber... Oh, oh, alles gut gegangen. Und wahrscheinlich nur für eine Liane. Für nix und wieder nix. Toll. Wartet, ist da unten... Okay, da unten kann man auf jeden Fall hin. Aber die Düsternis erscheint mir trotzdem ein bisschen... Okay, wir müssen da auch noch runterspringen. Wir müssen da runterspringen, aber nicht jetzt. Ach nein, ey. Oh, schon wieder ein Übersehen, ey. Ich renne da immer dran vorbei und ich sehe das einfach nicht. So, der Händler muss dann doch hier unten sein. Das heißt, wir gehen mal hier noch kurz gucken. Nicht, dass wir hier noch was überpassen. Da ist noch der Häuschen. Hier ist noch ein Mensch. Eine Menschin. Violet, das ist die mit den Witzen, oder? Warum nahmen die Bambex eine Leiter zur Schule? Es gab keinen Bus. Na. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auf Englisch witziger. Vielleicht aber auch nicht. Tegin Gabardin. Ja. Ich finde, der Königsfisch riecht gut. Was weiß ich, Alter. Ey, fang dir doch ein, du Penner, ey. Ob das die Hauptstadt des Kontinents ist? Lady Beckett, die Alte. Ich denke, der Wolkenfinger hat das Himmelsjenseits zerstört und es ist als Düsternis auf die Erde gefallen. Sprich mit Zoe. Meine Oma hat immer gesagt, das Himmelsjenseits wäre aus Pudding. Glaubst du das? Nee. Wer ist das? Das ist voll der Riesenwulf. Scruffly. Wuff. Ja, Scruffly. Das ist ein Name für einen Hund. Ist das ein Hund? Ja doch, natürlich ist das ein Hund. So, dann verkauf mir mal bitte Krimskrams. Auch sehr schön, die Hauptstadt der Schneidergilde hier mit dem großen Wollknäuel. Ob in der Mitte vielleicht eine Katze versteckt ist? Hier, ich brauche Krimskrams. Nee, Kurzwaren brauche ich. So, ja, ist natürlich hier wieder... Alter. Alter, leck mir doch den Sack. Die Ohrenschützer... Warte. Pelzmantel, Ohrenschützer, Wind... Oh, das sind die Sachen, die der Typ hat. Ja, dann können wir... Alter, nice. Oh, es kommt schon wieder eins aufs andere. Ring... Oh, geil, wir... Oh, nein, wir können uns hier einkleiden. Kochse, ich will mich einkleiden. Ich will mich einkleiden. Hut mit breiter Krempe. Oh, das wäre wieder eher was für einen Mann. Blumenrock, in dem will... Oh, die Sonnenbrille. Beanie haben wir. Jetzt ist natürlich die Frage, was finden wir noch alles? Ich meine, gut, man kann es ja verkaufen. Ist ja nicht schlimm, wenn wir es kaufen. Es ist ja alles günstig. Garn, minus 93%. Kurzwaren. Kaufen wir beide, scheißegal. Wir kaufen hier die Quest-Items, die Ohrenschützer, den Pelzmantel und den Winterrock. Das waren die Sachen. Niete, ja, Niete brauche ich jetzt nicht so. Ich bin die Niete, aber sagt's nicht. Der Regenmantel, oh, will ich den Regenmantel haben? Och, scheiße. Lange Hose. Wir können das ja dann auch wahrscheinlich selber machen, wenn wir der Schneidergilde beigetreten sind. Und ich möchte das dann auch eigentlich selber machen. Garten, wir machen erstmal das.
Wir kümmern uns erstmal um die Quest. Gibst du mir für irgendwas mehr? Nee, toll. 97. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 100.000 Mal die Groffelmilch. 14, ja. Wir haben jetzt 100.000 Mal die Groffelmilch. Wir könnten dir im Prinzip auch direkt 2 Stück geben. Ich könnte dir alternativ aber auch, weil ich so viele Pilze habe. Ja, hier, deine Groffelmilch. Deswegen haben wir sie doch. Wir haben die doch zum Handeln und natürlich um Farmarbeiter zu engagieren. So, ich habe hier noch 3 Gut. 3 ist jetzt aber nicht ganz so. Der Regenmantel. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir eine Liane. Dann nehmen wir doch einfach eine Liane und vermachen dir, meine Gute. Ah, haben wir jetzt auch zu viel Stöcker? Scheiße, Stöcker haben wir jetzt auch schon. Haben wir jetzt auch schon 2 Stacks. Dann nehmen wir noch von den Stöckern 2 weg. Nicht, dass wir da bald noch einen dritten Stack anfangen, weil das wäre dann scheiße. So. Dann haben wir jetzt quasi schon mal wieder die Sachen. Du hast entdeckt Kurzwaren. Toll, jetzt habe ich hier die mega sexy Klamotten gekauft, die wir uns anziehen könnten, ja. Und opfere sie für die Quest. Und opfere sie für die Quest. Erstmal die, weil ich weiß nicht, wann der Winter endet. Nicht, dass heute der letzte Tag des Winters ist. Die Quest will ich schon abgeben. Und dann mal. Und ja, dann treten wir der Schneidergilde bei, würde ich sagen. So, das war hier. Genau, da geht es hin zu dem Vieh. Oh, ist das geil, Freunde. Ich denke, wir haben schon ordentlich was geschafft wieder heute. Wir haben nur 2 Folgen aufgenommen, aber wir haben, glaube ich, schon trotzdem wieder gut was geschafft. 29 übrig, also hier sind viele. Hier sind viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele Bäume zu pflanzen. Mister, ich habe was für dich. Oh nein, er sieht aus wie eine Dirne. Ich sehe... Oh, scheiße, wie habe ich damit... Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Ich sehe toll aus. Ich spüre, wie ich immer schicker werde. Aber Modefreaks kennen keine Rast. Ich muss schon heute wissen, was morgen angesagt sein wird. Ich muss wissen, was in sein wird und was out. Komm später wieder und ich verrate dir, was gerade angesagt ist. Die modische Vogelscheuche. So, ach so, ich muss alle Jahreszeiten abschließen. Okay, Winterkollektion haben wir abgeschlossen. Ach so, dann haben die Schneider vielleicht auch ein Wintersortiment und dann ein Sommersortiment. Also das ändert sich wirklich andauernd. Das finde ich auch, das ist natürlich auch geil. Komm später wieder und ich verrate dir die heißesten Trends. Na gut. Bis dahin hacke ich hier dein Beet. Weil wer weiß, wie viel Samen ich jetzt schon wieder nur noch habe. Das werden jetzt wahrscheinlich auch schon wieder weniger geworden sein. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen neuen schon mal wieder bekommen. Und da oben habe ich doch gesehen, da können wir gleich wieder einen loswerden. Und da müssen wir die Schneider-Quest jetzt aber abgeben, damit wir ein Schneider werden. Eine Schneider. Oh, scheiße, jetzt laufe ich schon wieder sonst wohin. Nee. Das war der letzte Fragezeichen-Samen. Ich hoffe, das war auch der richtige. Ja gut, sonst wären wir nicht auf den anderen gesprungen. Und den anderen, den möchte ich gern wieder dahin pflanzen, wo er hingehört. Nämlich in das... Scheiße. Nämlich in das Dingsbumstal. Ne, in das... Fibbit! Warte. Das ist hier wieder... Das ist hier Kari. Hey. Fibbits kommunizieren miteinander über Gesichtsausdrücke. Ja, da legt mir doch einer den Storch. Da ist ein Samen. Wir müssen immer dafür sorgen, dass wir immer Fragezeichensamen bei uns haben. Damit wir immer, wenn wir ein Ding sehen, das auch bepflanzen können. So, jetzt haben wir leider Gottes nur einen. Muss jetzt halt für den Moment reichen. So, schnell. Ich möchte ganz gerne die Schneiderquest abgeben. Ich will eine Schneiderin werden. Ich möchte mir Klamotten selber bauen. Ich will die Sonnenbrille. Ich will ein Kleid. Nee, ein Kleid will ich eigentlich gar nicht. Der Regenmantel, der sah cool aus, aber der Begriff Regenmantel stört mich, weil so oft hat es jetzt auch noch nicht geregnet. Können wir jetzt hier eine Quest machen?
Nee. Na gut. Hallo, Löwenmähne. Ah. Fabelhaft. Deine Reise in die Wunderwelt der Schneiderei kann beginnen. Hier sind einige Rezepte. Stelle mit deinen Gegenständen Folgendes her. Einfacher Kittel. Du hast entdeckt Schneiderset. Neues Rezept, einfacher Kittel. Neues Rezept, Hä? Was, das war's? Das war's? Nadel und Faden. Ja, aber sicher doch. Falsch. Und ich glaube... Oh nein, nein, nein. Hä? Ich denke, ich hab... Hä? Bin ich jetzt irgendwie verwirrt? Geben wir Quest-Items gar nicht ab, oder? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Es tut mir leid, das verstehe ich jetzt gerade ganz und gar nicht. Quest-Items geben wir doch ab und der hatte die sogar an. Wieso habe ich das jetzt noch bei mir? Ich hoffe, das ist so gewollt und kein Bug, weil ich mag's nicht, wenn ich Bugs ausnutze, natürlich. Wir sind anscheinend noch kein richtiges Mitglied der Schneidergilde. So, nichtsdestotrotze. Pelzmantel? Winterrock? Ohrenschützer. Ja. Da passt. Ach nee, ich will die Zöpfe schon behalten, ey. Na gut. Bleiben wir erstmal so. Wir haben ja Winter, also warum nicht? Ja, nee, dann machen wir die andere Frisur, glaube ich, damit das nicht so komisch ist. Dann machen wir das so. Sehr schön. Dann sind wir jetzt winterlich und ich soll dir. Ich soll dir einen einfachen Kittel herstellen. Schneiderset haben wir. Kurzwaren, Seide, Stoff, Farbstoff blau, Farbstoff weiß. Ja, dann wollen wir das tun. Einen einfachen Kittel. Ein einfacher Kittel für einfache Reisende. Hätten wir erledigt. Den einfachen Kittel, den haben wir, glaube ich, schon. Ne? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Du hast... Nee. Anscheinend noch nicht. Ah. Gut gemacht, Reisender. Gute Arbeit. Aus diesem einfachen Gegenstand kannst du fabulösen Firlefanz herstellen. Ah. Willkommen in der Schneidergilde. Bitte nimm dieses Rezept als Belohnung für deine gute Arbeit. Geh hinaus in die Welt und sei fabulös. Aufgabe abgeschlossen. Nadel und Faden. Du hast entdeckt Gesellenabzeichen Schneidergilde. Neues Rezept Kurzwaren. Neues Rezept Niete. Neues Rezept Lederstreifen. Ach du Scheiße, jetzt geht's richtig ab. Neues Rezept Regenmantel, na wusste ich doch. Neues Rezept Garn. Neues Rezept Leinenrucksack. Lederturnister, okay, wir können im Prinzip alles verkaufen. Wir können uns anscheinend alles neu machen. Strickjacke. Für Pelz gefütterte Hose. Lederwams. Oh. Lange Hose. Langarmstoller. Ach du Weh. Ich glaube, da kommt jetzt noch mehr. Gebundene Dimige. Reisehose. Das war's schon? Wartet. Erstmal hier Gesellenabzeichen Schneidergilde. Zack, bumm. Sehr schön. Jetzt sind wir schon Schneider und. Schreiner und Schneider, das ist natürlich schwierig auszusprechen. Die Niete, dafür brauchen wir Kupfererz und Stock. Okay, da ist Kupfererz ein bisschen schwieriger ranzukommen. Zwirn und Holz. Okay, das Schneider-Set, das ist wiederum einfach. Lederstreifen, da braucht man Pelz und Schneiderset. Pflaumen und Schneiderset. Die lange Hose für den Sommer vielleicht. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Das Lederwams, Schneiderset, Farbstoff braun, Farbstoff grün, Leder, Zwirn, Lederstreifen, Pelz. Ich glaube, um hier richtig die Sachen zu machen, muss man das auch alles irgendwie mischen. Weil hier beispielsweise Farbstoff braun, Farbstoff grün wartet.
Ach nee, es gibt gar keinen. Ja, weiß ich nicht. Gerber, Färber, Bastlerin, Konstrukteurin. Zumindest Ding. Ja, aber hieran sieht man es ja. Lederstreifen sind anscheinend die einzelnen Gilden unter sich auch ein bisschen vermischt, dass man für das eine unter Umständen auch das andere herstellen muss. Elf von 26 Geister haben wir genau. Tja, Freunde. Aber da wir nur noch drei Plätze im Inventar haben, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal irgendwie aufräumen und wirklich Sachen, die wir nicht brauchen, wegpacken. Das werde ich aber, denke ich mal, das erste Mal, dass ich offscreen was mache. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen zufrieden mit unserem Winterding. Das sieht schon geil aus. Wie die gefütterte Hose, die würde mir wahrscheinlich besser gefallen. Hier die pilzgefütterte Hose. Wir haben jetzt den Winterrock. Der sieht ein bisschen dünn aus an den Schenkeln. Deswegen hätte ich vielleicht gern das andere Ding da. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt soweit. Erstmal würde ich sagen, ganz gut. Ich würde jetzt gerne darunter springen, aber das lassen wir bleiben, denn ich habe heute sehr, 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 sehr spät mit der Aufnahme angefangen. Deswegen will ich es bei zwei aufgenommenen Folgen auch erstmal belassen. Wir werden uns jetzt nochmal zurückbegeben nach... Ist das mein Atem? Das ist mein Atem, ey. Richtig geil. Wir haben sogar einen kalten Atem, also einen warmen Atem. Und das erkennt man ja in der Kälte. Wir werden auf jeden Fall nochmal zurückgehen zu unserer Farm. Denn dort werde ich offscreen-mäßig... Da werde ich offscreen-mäßig dann ein bisschen unser Inventar aufräumen. Ne, was heißt aufräumen? Zumindest Platz machen. Vielleicht sortiere ich es auch mal, dass das irgendwie alles schöner aussieht. Und da kriege ich bestimmt was hin. Und vielleicht ein paar Sachen vorfertigen, so wenn, ne, diese Standardsachen, sage ich mal. Wasser, Kleber, Schreinerset, Schneiderset, dass ich davon schon mal ein paar entwerfe. Ich laufe gerade absolut in die falsche Richtung, das ist natürlich richtig geil. Dass ich da schon mal ein bisschen was von crafte. Was ist das? Der Wasser? Das ist der Wasserfall, der das Geräusch macht. Ich war gerade ein bisschen skeptisch. Dass ich da schon mal ein bisschen was crafte, dass wir diese Grundmaterialien zumindest haben. Alles Großartige, das werden wir natürlich wie gewohnt, in gewohnter Manier zusammencraften. Ach du Scheiße. Ich hoffe, ich komme hier auch zu meiner Farm. Wie, ja, doch, das sieht, denke ich, gut aus. Das müssen wir später pflanzen, leider. Weil wir haben jetzt ab... Ich dachte eigentlich, ich komme ein bisschen weiter rechts raus. Ich dachte eigentlich, ich komme ein bisschen weiter rechts raus, aber das macht ja nichts. Die Kartoffeln sind schon gewachsen. Alter. 79%, 21 Tierpflege, 25 Sauberkeit am Hof und 33 dort. Ja, da müssen wir... Ach nee, die 21 hatten wir das letzte Mal auch. Das kann eventuell daran liegen... Das kann natürlich eventuell daran liegen, dass ich jetzt durch das Baby zu wenig Futter habe oder... Also ich wüsste zumindest nicht, woran es sonst liegen soll, dass ich hier noch mehr Futtertröge brauche. Aber ich kann mich um das Baby auch nicht kümmern. Na gut, ich würde sagen, wir ernten hier nochmal die Kartoffeln, dann sind die beim nächsten Mal nämlich bestimmt neu da. Perfekt, haben wir neun Kartoffeln geerntet. Die sind wahrscheinlich auch 50 wert. Auch perfekt, ey. Okay, also wir können uns jetzt wahrscheinlich mittlerweile alles handeln, was wir haben wollen. Hier ist jetzt noch nichts nachgekommen, okay? Doch, da ist was nachgekommen. Dann schnappen wir uns das auch nochmal. Ah ja, die Kartoffeln kommen auch hier rein. Achtmal grob... Ach du Scheiße. Jetzt haben wir Tauschwert. Jetzt haben wir Tauschwert ohne Ende, Freunde. Oh mein Gott, wir sind richtige Tiere. Wir sind richtige Tiere. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden das immer fast im selben Bild. Deswegen stelle ich mich heute mal hier hin. Beenden wir hier einfach mal die Folge diesmal. Wir haben hier ein neues, geiles Winterkleid. Wir haben die Farm ein bisschen weitergebaut. Wir sind jetzt auch noch der Schneidergilde beigetreten. Ich werde ein bisschen in unserem Inventar rumwurscheln, dass wir da mehr Plätze haben. Und schon mal ein paar grundlegende Materialien für unsere Gilden. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch die Folge auch wieder gefallen hat. Und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht es gut. Haut euch wieder aufs Ohr. Und ciao, ciao.